Wir haben dann in dieser Woche auch den Bericht des Sonderbeauftragten der Bundesregierung zu dem schrecklichen Anschlag vor einem Jahr auf dem Breitscheidplatz. Und da geht es auch um die Frage der Entschädigung der Opfer. Wir werden auf Initiative unserer Bundestagsfraktion einen Antrag im Deutschen Bundestag einbringen und auch mit den anderen Fraktionen außer Linken, AfD wohl beschließen. Da geht es nicht nur um die Entschädigung der Opfer vom Breitscheidplatz, sondern es war mir ein wichtiges Anliegen, grundsätzlich den Opferschutz von Gewalttaten zu verbessern. Man hat schon in der letzten Legislaturperiode darüber gesprochen, ist nicht geschafft. Es muss einfach so sein, dass Opfer von Gewalttaten, vor allem von schweren Gewalttaten, auch vom Staat eine Entschädigung bekommen müssen. Das muss besser werden und das werden wir in dieser Woche dann auch als Antrag verabschieden, die Bundesregierung auffordern, dann einen entsprechenden Gesetzentwurf vorzulegen.